Hallo, in dem heutigen Video will ich euch Dinge zeigen, die ich im Zusammenhang mit den Hunden unglaublich gerne benutze und die sich schon sehr, sehr bewährt haben in unserem Alltag. Viel Spaß mit dem Video. Das erste benutze ich schon über ein Jahr und ich nenne es gerne das Katzenradar, nämlich meine Stirnleuchte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich zumindest hasse den Nachtspaziergang und da bin ich übrigens nicht allein und Jimmy ist da auch überhaupt gar nicht begeistert und ich glaube, wenn ich ihn aussuchen lassen würde, dann würde er nachts, wenn es dunkel ist, nicht rausgehen und sich alles bis morgens verkneifen. Man merkt richtig, dass er sehr, sehr angespannt ist draußen, wenn es dunkel ist und ich keine Ablenkung in Form von Futter dabei habe oder so. Jimmy, weiß ich nicht, war auch schon immer so, dass nachts draußen sein jetzt nicht so sein Favorit ist. Klausi ist das ziemlich egal. Hauptsache, wir gehen raus. Da kann es hell sein, dunkel sein, stürmen, regnen, heiß sein. Klausi ist immer dabei. Rausgehen ist prima. Und Jimmy ist so ein bisschen tagesformabhängig und wetterabhängig und helligkeitsabhängig. Dunkel draußen, Jimmy nicht begeistert. Ein Grund dafür ist auf jeden Fall auch, dass nachts vor allen Dingen Igel unterwegs sind und Katzen und Frettchen. Wie heißen die Dinger, die sich immer die Autos verpieseln? Danke, ein Frettchen. Und da ist Jimmy kein Freund von. Ich glaube, er hat Angst, dass ein Igel ihn irgendwann mal fressen wird. Und was da auf jeden Fall hilft, damit man das früh genug erkennt, ist eben diese besagte Stirnlampe. Mit der kann man dann nämlich in alle Ecken leuchten und schon mal vorher schauen, ob sich dann da was tummelt und im Zweifelsfall dann die Straßenseite wechseln. Und das Ding schnallt man sich dann einfach so über den Kopf. Zack. Es sieht wirklich unglaublich schön aus, ich weiß das, aber ich gehe ohne das Ding wirklich nachts überhaupt nicht mehr raus. Und wenn ich sie mal vergesse, dann fühle ich mich auch total unwohl. Und dann kann man das Ganze hier einschalten. Es gibt eine hellere Leuchtstufe, dann eine zweite Leuchtstufe und eine dritte Leuchtstufe. Und die vierte, die verstehe ich nicht ganz, denn die blinkt und ich frage mich wirklich, für welchen Zweck soll das dienen? Also wenn man damit nachts rennt, dann bringt das so gut wie gar nichts, es verwirrt eher. Und da sind LEDs drin, die gibt es auch in 1000 Ausführungen. Ich habe mich jetzt einfach für irgendeine entschieden. Ich nehme sie mal wieder ab. Die ist nämlich wirklich wunderschön. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat. Wie gesagt, es ist schon ewig her, dass ich sie gekauft habe. Und zwar bei Amazon. Knapp über 10 Euro vielleicht so 12 Euro. Und warum ich das Ganze Katzenradar nenne, ist ganz einfach. Wenn man mit der Lampe irgendwo hinleuchtet und da sitzt eine Katze und die guckt zu euch, ihr seht die Augen so, so gut. Am Anfang waren wir so ein bisschen verwirrt, so, was leuchtet denn da, was leuchtet denn da? Und dann lassen wir uns mal ein bisschen näher gehen und dann, okay, es ist eine Katze, Hunde, ta-ta-ta-ta-ta, haben sich auch sehr gefreut. Mittlerweile wissen wir, zwei Blitzeaugen oder zwei helle Punkte irgendwo, okay, da gehen wir nicht lang. Und wirklich, wirklich prima, bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon und benutze ich, wie gesagt, seit einem Jahr jede Nacht und im Winter dann halt auch jeden Abendspaziergang. Das nächste, was mein absoluter Favorit sind, sind unsere neuen Hundebetten, die ich selbst gemacht habe, aus dem Grund, dass unsere alten Hundebetten, die eben mit so einem watteartigen Füllmaterial gefüllt waren, immer nach 4 oder 5 Monaten total durchgelegen waren. Und ich habe mir überlegt, okay, was kann ich machen? Ich habe nach hochwertigen Hundebetten geschaut, war dann überrascht, okay, die kosten 150 Euro. Und gepriesen wurde da immer damit, dass sie mit Matratzen ausgestattet sind. Und da dachte ich mir, okay, das kann man auch selber machen. Und dann sind wir ins Matratzengeschäft gegangen und haben explizit nach einer dünnen Schaumstoffmatratze gefragt. Die Matratze hat eine Größe von 90 x 2 Metern und indem wir sie in der Mitte teilen, erhalten wir die Matratzen für 2 Hundebetten. Ich habe dann eigentlich nichts anderes gemacht, als einen Bezug für die Matratze zu nähen, in diesem Fall aus Kunstleder mit Reißverschluss, sodass man die Matratze einlegen kann und den Reißverschluss zuziehen kann. Und was wir jetzt vorhaben, ist im Sommer liegt das Ganze so da, weil es halt unwunderbar kühl ist. Vielleicht habt ihr auch schon mal gemerkt, dass eure Hunde im Sommer sehr, sehr ungern auf Hundedecken schlafen und dann doch den kalten Boden bevorzugen. Ich kenne Hunde, die legen sich zum Beispiel unglaublich gerne dann ins Bad auf Fliesen, weil es halt unglaublich schön kühl ist. Und im Winter machen wir dann einfach eine Decke drüber oder ein Fell drüber, dass es schön kuschelig ist und trotzdem bequem. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Matratzen nicht in 3 Monaten durchgelegen sind oder 4 Monaten und dass wir sehr, sehr viel Freude damit haben. Unseren dritten Favoriten haben wir jetzt schon, ich glaube, über 3 Jahre, weil wir Hundefutter haben, das im Sack wirklich unglaublich doll stinkt. Wir haben letztens einen Sack, weil er da in unseren Favoriten nicht reingepasst hat, in unser Abstellzimmer gestellt und wirklich die ganze Wohnung hat danach gestunken, dass ich den Sack dann wirklich runterbringen musste, denn wir füllen die Futtersäcke immer in unsere Futtertonne, die wir geholt haben. Die haben wir, glaube ich, in so einem Universalladen, da wo es eben immer alles gibt, her.
und haben, glaube ich, 8 Euro, 9 Euro dafür bezahlt. Und in die Tonne passt immer genau ein Futtersack rein, was super praktisch ist. Dann kann man den Sack nämlich entsorgen und es riecht wirklich nach nichts. Und dann gibt es noch einen Favoriten, der jetzt schon mein Favorit ist, obwohl ich ihn erst eine Woche benutze. Und zwar kennt ihr bestimmt noch mein Regenvideo, wo ich euch erzählt habe, dass ich auf der Suche nach einem Regenmantel bzw. einem Regencape für Jimmy bin, weil er nicht nass werden soll, weil Jimmy unglaublich schlecht trocknet, wenn wir zu Hause sind. Und da habt ihr mir empfohlen, einen Bademantel zu kaufen. Und am Anfang dachte ich, ja, ein Bademantel für einen Hund, wer braucht denn so einen Murks? Und nachdem mir das dann 4, 5 Leute geschrieben haben, habe ich dann wirklich ernsthaft darüber nachgedacht und mich im Internet ein bisschen umgeschaut und bin dann auf den Shop von lotteundanna.de gekommen. Und da gab es wirklich sehr, sehr schöne Bademäntel. Und ich habe Lotte und Anna angeschrieben und gefragt, ob sie uns 2 Bademäntel schicken möchte, damit wir die testen können. Und Anna war unglaublich nett und ist dem nachgekommen. Und so konnten wir das Ganze jetzt eine Woche testen und ich muss sagen, oh mein Gott, ich bin wirklich schwer begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich dachte wirklich, das ist Mumpitz. Die Hunde sind danach noch nasser oder trocknen noch schlechter. Aber es ist wirklich so, dass das Material, also dieser Frottee, die Feuchtigkeit raussaugt. Das merkt man, wir lassen den Hunden das eine halbe Stunde an, dann ziehen wir denen den Bademantel aus. Und man merkt wirklich, der Bademantel ist dann feucht und die Hunde dann fast trocken. Den Bademantel kann man dann aufhängen, trocknen lassen, ab wieder im Schrank bis zur nächsten Benutzung und der wird auch wirklich trocken bis zum nächsten Gassigang. Wo ich mir übrigens auch nicht sicher war, was diesen Bademantel angeht, ist, dass Jimmy ja schon einen Wintermantel hat, der innen gefüttert ist und außen eben regendicht ist und den er unglaublich ungern anzieht. Also er sträubt sich richtig, wenn man damit ankommt, rennt er weg, verzieht sich irgendwo in die letzte Ecke und sagt mir ganz deutlich, er will dieses Ding nicht anhaben. In dem Bademantel allerdings fühlt er sich wirklich unglaublich wohl. Das sieht man, das merkt man, wenn er den anhat, legt er sich hin, pennt sofort ein, ist wirklich total zufrieden damit. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist der Süßheitsfaktor. Ich finde es nämlich unglaublich knuffig, wenn die Hunde hier rumrennen, so ein bisschen wie Hugh Hefner in seinem schicken Bademantel. Und so gucken die auch. Vielen Dank nochmal an Lotte und Anna, dass wir den Bademantel testen durften. Wir sind wirklich schwer begeistert davon. In so kurzer Zeit nicht schlecht. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euer Favorit ist, so an Hundezubehör, und was ihr super praktisch findet und worauf man vielleicht so nicht im ersten Augenblick kommen würde. Da bin ich sehr gespannt. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Video. Tschüss!